Sabine Hebeling. Ihre Arbeiten spiegeln auch so ein bisschen das italienische Leben wider und das hat sowas von italienischen Farben, ja? Und italienische Hoffnung. Und wir alle wissen, die Italiener regen sich mal kurz und zackig und heftig auf und danach ist wieder gut. Der Unterschied zum Deutschen, er ärgert sich 3 Wochen über dasselbe Thema. Und das möchten wir nicht mehr. Ja? Also hin zum italienischen Leben, genießt sozusagen wie der Franzose das Essen und lernt von den anderen sozusagen. Herr Matthaus hat diese 3 Werke ausgestellt. Er ist bekannt und sozusagen in der Kulturgeschichte schon eingegangen, denn er hat schon diverse Versteigerungen hinter sich ergehen lassen, weil er sozusagen von der Leipziger Schule ist. Das heißt, er gehört zur alten Leipziger Schule. Das bedeutet, er hat bei Heisig und Tücke mal ehemals studiert. Und wir sehen hier noch so ein bisschen Allegorie aus alten Zeiten. Ja, der alte Mann mit der jungen Frau und 2 Frauen, die sich nicht so einig sind. Das ist Jost Heider hier zu sehen. Er arbeitet sozusagen mit Ölfarben. Hier sehen wir das Acryl genauso virtuos verwendet, wie man das mit Öl machen würde. Und wir sehen hier auch Motive aus Otto Dix, seinem Schaffenswerk. Also hier auch wieder Kunstthematik, kleine Zitate unterschiedlicher Natur. Markus Kupferschmidt, der ist heute entschuldigt. Er beschäftigt sich gleichfalls mit der Auseinandersetzung des Porträts und er versucht gleichzeitig auch die Emotionen hervorzubringen. Aber er versucht auch den abstrakten Charakter eines Bildes zu zeigen. Ja? Wie wir heute Abend auch noch weiter die Künstler kennenlernen werden. Da haben wir dann auch noch 2 weitere Künstler, die das abstrakte Feld sozusagen beschreiten, die Wurzelsuche, die Identitätssuche. Ne? Und die sind auch auf der Suche nach einem neuen Darstellungsmotiv, vielleicht auch einem neuen christlichen Symbol oder einem Kreuz. Und versucht sozusagen Emotionen zu erschaffen, einmal abstrakt und dann aber auch wieder in einer Form, dass man im Abbild eine Emotion sozusagen mitteilt. Peter Hauenstein, er kommt eigentlich aus der grafischen Ausbildung und aus dem sozialpädagogischen Hintergrund. Ja? Und seine Werke sehen wir hier unten. Diese 2 da müssen sie rantreten, da müssen sie die Farben auf sich wirken lassen. Und des Weiteren hängt dort hinten nochmal ein Doppelwerk an der Wand. Auch das hat mit seinem Leben zu tun, auch das hat mit der Idee zu tun, mit viel Urlaub, mit Surfen und Wasser. Ne? Ja. Und mit der Fragestellung, wie der Mensch sozusagen auf das Wasser reagiert oder ob das Wasser auf den Mensch reagiert und wie die Natur auf einen reagiert oder ob man überhaupt keinen Einfluss hat. Frau Claudia Dreher, sie geht in eine Werkstatt in einer ominöse und guckt, was da rumliegt und nimmt sich dann Karton, Tusche, Rinde und einfach mal Sand oder Spachtelmasse und gießt das in Acrylbilder bzw. arbeitet das mit ein. Und wir alle sehen natürlich unverkennbar auch wieder der Blick zur Natur und die Reflexion wieder, was macht das mit den Menschen, beziehungsweise Einblicke, Ausblicke in etwas. Oder ist es jetzt tatsächlich die Erde oder kann es was anderes sein? Ja? Oder ist es die Erde in uns? Ja? Weil wir haben ja auch selber ein Erdbild in uns drin. Und da ist immer die Frage zu stellen, stimmt das denn? Ist das vielleicht ganz anders? Alan Paul, der hier schon vor mir steht, er kommt aus Potsdam und mal einen herzlichen Applaus für einen abstrakten Künstler. Und natürlich ist er mit diesem Bild dort zum Beispiel auf der Wurzelsuche und auch auf der Identitätssuche. Er sucht sozusagen wie alle anderen Menschen auch ein Stück Heimat, ein Stück Identität. Und er sucht vielleicht auch Identität in der Kunst. Dieses Werk hier hat was mit einem Kreuz zu tun, auf der Suche nach einem neuen Kreuz oder einem anderen Kreuz oder eine neue Kreuzform. Und es hat ein bisschen einen installativen Charakter. Uns allen fällt natürlich auf, da könnten Buchstaben sein, da könnten Zeichen sein, da könnte auch mal ein Ö sein oder ein G. Und uns allen fällt natürlich auch auf, dass es locker und frisch gemalt ist. Valentina Sabo,
Ihre Bilder sind, wie wir alle erkennen, wenn wir von rechts und von links gucken, sieht das Bild immer wieder ganz anders aus, weil es hat überall Materie. Das heißt also, wir haben hier verschiedene Hügel und wir haben hier verschiedene Objekte und sie arbeitet mit Ton. Ja? Also es sind lauter Tonsachen. Und wir haben unterschiedliche Reflexionen, je nachdem, von welchem Blickwinkel wir ausgucken. Ja, also gucken Sie sich die Bilder ruhig näher an, gehen Sie mal rechts und links gucken. Wir haben natürlich auch geometrische Formen, die dann wieder an Hundertwasser erinnern oder ein gesunkenes Boot irgendwo im Ozean. Rock van de Broek. Genau, hier hinten zu sehen, genau. Wir sehen verschiedene Symbole, zum Beispiel in den mittleren. Wir alle haben diesen Film gesehen von Dan Brown, völlig begeistert, Illuminati. Und natürlich wandert es dann irgendwann in die Kunst ein und wir sehen dann plötzlich ein Illuminaten-Symbol. Wir sehen natürlich aber auch ein Yin- und Yang-Symbol, was so ein bisschen auf die Balance hindeutet. Der beschäftigt sich stark mit der Mystik, stark mit Farben und wir sehen hier aber trotzdem wieder eine Farbexplosion, aber trotzdem eine geordnete Farbe, das heißt also geordnete Strukturen auf einem Bild, aber trotzdem beschäftigt er sich mit Inhalten, die doch ziemliche Fragen aufwerfen. Dann wünsche ich Ihnen heute einen schönen Abend und die Bar ist eröffnet und ja, unterhalten Sie sich gut.